Position. Wing Tsung, eine jahrhundertealte Kampfkunst von Meistern im alten China zur Selbstverteidigung im Nahkampf entwickelt. Eine Kampfkunst, die die Stärke des Angreifers gegen ihn selbst richtet, doch nicht nur physisch, sondern auch spirituell, denn das mentale Training ist ebenso wichtig. Aber brauchen wir so etwas heutzutage noch? Ja, sagt es hierhin der Wing Tsung-Schule in Leonberg, Daniel Seiler. Eines der wichtigen Punkte bei uns im Training für Kinder und Erwachsene ist die Selbstbehauptung. Dies ist natürlich nicht nur hilfreich bei uns im Training, sondern auch fürs alltägliche Leben, um aus der Opferrolle mit Körpersprache wie Gestik, Mimik und Körperhaltung herauszukommen. Hierbei spielt das Alter keine Rolle, denn in der Wing Tsung-Schule in Leonberg wird kindgerecht trainiert. Durch verschiedene Übungen, die Spaß und Körperbeherrschung vermitteln, wird auch das Verhalten und Selbstbewusstsein trainiert, um in Stresssituationen cool zu bleiben. Jung und alt sind erwünscht. Auch das Geschlecht ist kein Ausschlusskriterium in der Wing Tsung-Schule in Leonberg. Frauen und Männer trainieren zusammen, denn in Wing Tsung spielt die körperliche Kraft kaum eine Rolle. Vor allem für Frauen ist Wing Tsung hilfreich im Alltag. Denn sie lernen hier, Situationen auch verbal zu entschärfen. Lass mich. Sollte es dazu kommen, dass dies nicht ausreicht, können sie auf effektiv trainierte Situationen zurückgreifen und sich körperlich erfolgreich verteidigen. Hallo, Polizei? Und auch wir begrüßen euch in der Wing Tsung-Schule in Leonberg.